Ich möchte mit euch nochmal kurz beten. Vater, wir haben schon viel gehört heute Morgen und gesungen, bewegende Dinge. Wir möchten dich jetzt bitten, dass du zum Hören und zum Reden Gnade gibst, deinen Geist, damit er uns Licht gibt in Dunkelheit unseres Denkens. Amen. Ich versuche so ein bisschen die Balance zwischen zu euch zu gucken und ab und zu schauen, was hier auf der Folie ist. Darum werde ich mich so ein bisschen hin und her bewegen. Das hoffe ich, stört euch nicht. Ich glaube, ihr könnt mich auch alle gut hören. Das sollte okay sein. Ja, ich freue mich, wieder mal bei euch zu sein. Julian hat mich eingeladen und ich habe die Einladung sehr gerne angenommen. Wir haben schon länger versucht, einen Termin zu finden. Das war nicht so ganz leicht. Und er hat mich um zwei Dinge gebeten. Zum einen hat er gesagt, Mensch, es wäre schön, wenn du mal wieder predigen würdest bei uns. Zum anderen hat er gesagt, es wäre sicher auch nicht schlecht, wenn du mal ein bisschen erzählst, wie es jetzt gerade im Stuttgart-Projekt aussieht und was der Status ist. Man hört so Sachen, aber man weiß nicht so richtig. Und darum, das sind die zwei Gründe, warum ich heute hier bin. Und ich werde das versuchen, ein bisschen zu kombinieren miteinander. Genau. Also zum Anfang erzähle ich ein bisschen was zum Stuttgart-Projekt, aktuelle Situation. Und dann habe ich die Predigt so mit dem Titel überschrieben, Evangelium heute. Und ich werde euch heute ein bisschen mit ungewohnten Begriffen vielleicht ärgern. Aber ihr wisst ja, bei mir ist es immer ein bisschen anders, vielleicht auch nicht, aber ich bilde mir zumindest ein, dass es so ist. Und ich möchte euch heute über einen Funnel was erklären. Was ein Funnel ist, sage ich euch nachher. Zumindest die nicht in Sales oder Marketing tätig sind, wissen das vermutlich nicht. Die das sind, wissen es. Aber das erkläre ich gleich noch. Und das sind so ein bisschen die Punkte, über die ich dann sprechen möchte, um kurz zu erläutern, worum geht es in diesem Funnel? Was ist dieser Funnel? Warum ist es wichtig, darüber vielleicht nachzudenken? Doch zunächst kurz eine aktuelle Status-Update. Also das Projekt wird beendet, / auf Pause gesetzt. Das ist die aktuelle Situation. Es fällt mir nicht leicht, dass wir das so machen müssen, aber wir sehen in der aktuellen Situation einfach, dass es auch so von Gott geführt wurde. Wir haben keine andere Alternative. Und zwar hat es hauptsächlich zwei Gründe. Also das Stuttgart-Projekt, für die es jetzt noch nie gehört haben, ist eine Initiative zur Gründung einer neuen Gemeinde in Stuttgart, die Absicht hatte oder hat, Menschen zu erreichen, die mit Glaube und Kirche ganz wenig zu tun haben, die also gar keinen, üblicherweise sich sonntags nicht in einer Kirche aufhalten, sondern im Fitnessstudio oder auf dem Berg oder auf einem Fahrrad oder sonst irgendwo, wo man halt sonst so hingeht am heutigen normalen Sonntag in einem säkularen Deutschland. Und die Gründe, warum wir das Stuttgart-Projekt einstellen müssen, sind ganz einfach. Wir haben eigentlich seit dem Beginn, am 01.01.2018, haben wir ganz offiziell angefangen. Ab diesem Zeitpunkt habe ich auch ein 50% Gehalt von der FEG Inlandmission bekommen, um diese Gründung durchführen zu können. Wir haben im ersten Jahr 18 haben wir hauptsächlich das Thema Visionsentwicklung und wie sieht sowas aus, eine Gemeindegründung, wie müsste die hier, das Team hat sich gefunden, die Idee wurde entwickelt, ein paar Konzepte, was man konkret tun könnte, um Menschen zu erreichen, die eben gar keinen Bezug zu Glauben und Kirche haben, haben wir entwickelt. Und dann haben wir 2019 im Januar angefangen mit öffentlichen Veranstaltungen. Und dann haben wir im Grunde ein Jahr bis Februar 2020 öffentliche Veranstaltungen monatlich, so macht man das in der Regel am Anfang. Wir nannten das Vorschau-Gottesdienste. Das ist so ein bisschen, wenn ihr da reingeht, kriegt ihr eine Vorschau von dem, wie es vielleicht mal werden könnte. Also wir sind noch eine Baustelle, wir sind noch nicht fertig. Darum der Name Vorschau-Gottesdienst. Das ist so eine Art Experimentalphase in der ersten Zeit. Und dann kam eben 2020, brauche ich euch nicht erklären, das wisst ihr alle, kam Covid. Und damit war unser Projekt mit einmal von relativ guter Dynamik auf null runtergebremst. Es ist ja der Unterschied zwischen einer Gründung und einer bestehenden Gemeinde ist hauptsächlich darin zu finden, dass eine Gemeindegründung ein kleines Team von Mitstreitern sozusagen hat und Mitarbeitern, die natürlich da bleiben, aber eine größere Gruppe von Menschen, zu denen wir gerade erst Kontakte aufbauen. Das heißt, die sind keine regelmäßigen Besucher, die fühlen sich auch nicht irgendwie verpflichtet uns gegenüber oder haben eine innere Bindung an diese Dinge, die wir da verkündigen und denen, die wir versuchen, ihnen nahezubringen.
Und dadurch ist im Grunde genommen ab Februar 2020 das Projekt zusammengefallen auf die Mitarbeitergruppe. Alles, was darüber hinausging, war teilweise möglich zu halten. Also wir haben, wo wir persönliche Kontakte hatten, haben wir versucht, die zu halten. Aber bei vielen Leuten war das gar nicht möglich, weil wir weder E-Mail noch Telefonnummer von denen hatten. Die kamen halt auf Facebook-Einladungen hin, auf andere öffentliche Einladungen hin, waren einfach da. Und wir wussten vielleicht den Namen, das war der Erwin oder das war die Roswitha oder das war der Jürgen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich die erreichen konnte. Das heißt, wir waren auf einmal in einer ganz anderen Situation. Und es hat sich halt sehr schwierig herausgestellt, wir haben durch die Covid-Krise verschiedene Dinge probiert, wir haben dann online versucht, wir haben Waldgottesdienste durchgeführt, wir haben uns draußen getroffen, halt im Freien, wo man das machen durfte, über den Sommer, solange das ging. Also wir haben rumexperimentiert und das hat aber leider nicht weitergeführt. Und als wir wieder anfangen konnten, war unser Mitarbeiterteam weiter geschrumpft, weil eine Familie, die ganz tragend war für das Team, weggezogen ist aufgrund von einer beruflichen Veränderung, was uns dann arg nochmal wehgetan hat, sozusagen im Kern, bei den Leuten, die mitgetragen haben. Einige von euch waren ja schon mal in unseren Gottesdiensten, also der Daniel mit seiner Familie ist weggezogen und das hat uns natürlich nochmal runtergesetzt sozusagen. Und also von daher, das meine ich mit fehlenden Ressourcen. Also da ging es nicht um Geld mit diesen Ressourcen, da ging es um Mitarbeiter, da ging es um Leute, die einfach mitgemacht haben und einfach geholfen haben, mitgedacht und sich eingebracht haben. Und das zweite Problem war eben Covid. So von daher, diese Kombination hat uns im Grunde genommen dann so auf Null runtergesetzt, dass wir uns davon nicht mehr wirklich erholt haben. Wir haben dann versucht, Anfang dieses Jahres nochmal Gottesdienste durchzuführen, haben einen Standortwechsel vorgenommen, weil wir den Eindruck hatten, der vorherige Standort war nicht gut, weil er zu klein war unter Covid-Bedingungen, mit Abstand halten und so weiter. Haben wir einen anderen Raum gesucht, haben wir auch einen gefunden, haben wir angemietet, haben dort auch Veranstaltungen durchgeführt, aber wir haben ganz, ganz wenig Leute nur noch erreicht. Wir hätten praktisch wieder komplett von Null anfangen müssen. Und dazu war das Team dann aber inzwischen so klein geworden, dass wir einfach die Kraft dazu nicht hatten. Und ich dann irgendwann gesagt habe, das machen wir nicht. Weil mit 5 Leuten so ein Projekt zu stemmen, führt einfach dazu, dass irgendwann keiner mehr Lust hat. Das macht keinen Spaß mehr. Dann sind alle irgendwie genervt. Und das ist ja das Gegenteil von dem, was wir eigentlich sein wollen. Wenn Leute kommen, dann wollen wir nicht genervt sein. Dann wollen wir uns freuen, dass sie da sind. Wenn aber dann alle aufgrund dieser großen Arbeitslast, sowas zu organisieren, so genervt sind, dass keiner wirklich die Freude hat, dann das offene Herz zu haben, dann bringt das nichts wirklich. Und darum haben wir ab Sommer dann, habe ich gesagt, wir machen jetzt Pause, beten und fragen Gott, was dran ist. Und dann haben wir in Absprache mit dem Sascha entschieden, dass wir zum Ende des Jahres das Projekt mal auf Pause setzen. Das Pause habe ich deswegen auch mit Sascha so gemeinsam, Sascha Rützenhoff, der Leiter der Inlandmission, das haben wir so definiert, weil wir gesagt haben, es kann ja sein, dass morgen, also entweder gemeinsam für Stuttgart, also die Allianz in Stuttgart, denen ich das Projekt angeboten habe und gesagt habe, ihr könntet das übernehmen als ein gemeinsames Projekt aller Gemeinden. Oder dass eine andere Gemeinde vielleicht sagt, wir möchten das Projekt aufgreifen und nochmal neu belegen. Darum haben wir gesagt, wir beenden jetzt nicht einfach alles, wir schließen nicht die Webseite und machen nicht alles zu, sondern wir setzen es mal auf Pause und beten und warten, ob Gott vielleicht irgendwo eine neue Tür irgendwo aufmacht. Und da sind wir auch dankbar, wenn ihr Ideen habt oder wenn ihr Gedanken habt oder wenn ihr damit für betet, da sind wir sehr dankbar. Genau. Das bedeutet natürlich für uns, auch als Familie, eine Veränderung. Wir haben jetzt praktisch ab Ende des Jahres habe ich keinen Job mehr. Also ich habe die halbe Stelle in der Gemeindegründung, verliere ich. Und muss mich jetzt umgucken, wie ich mich aufstelle. Genau, also das ist jetzt halt so wieder mal eine Herausforderung, die wir so in unserem Leben haben, die immer wieder mal eintreten. Die kennt ihr ja alle auch, Herausforderungen. Wenn ihr dazu Fragen habt oder Gedanken habt, sprecht mich gerne nachher an, nach dem Gottesdienst. Ich werde das jetzt nicht mehr weiter vertiefen. Was ich jetzt mit euch machen möchte, ist eigentlich so ein bisschen nochmal verknüpft mit dem Stuttgart-Projekt, ein bisschen die Vision dahinter zu erklären, weil ich glaube, die Vision hat durchaus mit jeder Gemeinde was zu tun. Die hat nicht nur mit Gemeindegründungen was zu tun, sondern die ist eigentlich auch für jede andere Gemeinde relevant und interessant. Darum, was ist ein Funnel? Und warum muss man das wissen? Das ist mein erster Punkt. Ein Funnel ist das, was ihr da drüben seht. Das ist ein Funnel. Es ist eigentlich, auf Deutsch übersetzt heißt das Wort einfach nur Trichter.
Aber mit dem Trichter kann man vielleicht irgendwie denken wir an irgendwie Küche und Kochen oder sowas. Darum geht es in dem Fall jetzt nicht. Menschen in die Jüngerschaft führen ist eine Kernaufgabe der Gemeinde, sage ich jetzt einfach mal, konstatiere ich einfach mal als eine Kernaussage der Bibel, des Neuen Testaments. Um diese Aufgabe umzusetzen, braucht es einen Funnel. Und ich meine mit Funnel einen Weg, einen Prozess. Die Erfahrung ganz, ganz vieler Gemeinden zeigt, dass es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Initiativen in jeder Gemeinde. Also es gibt Leute, die machen einen Männergrillen zum Beispiel, andere machen einen Diskussionsabend, andere machen einen Mutter-Kind-Kreis. Und viele dieser Initiativen haben zumindest teilweise den Zweck, auch in Kontakt mit Menschen zu kommen, die außerhalb der Gemeinde sind. Nicht immer und nicht nur, aber doch viele von denen. Und das tritt ja auch tatsächlich ein. Als solche für sich betrachtet isoliert, sind die im Grunde ein so ein Teil, so ein Baustein hier oben. Aber wir brauchen hier mehrere Bausteine, um hier unten zu dem, im Sales spricht man vom Abschluss, da verkauft man was. Und bei uns in der Gemeinde wird es übertragen, würde es heißen, dass jemand zum Glauben an Jesus Christus findet, dass jemand ein Jünger wird. Und von einem ersten Kontakt mit jemand, der Christ ist, zu dem Punkt, wo jemand sich entscheidet, ich möchte mein Leben bewusst mit Jesus Christus gestalten ab diesem Tag und möchte zu einer Gemeinde gehören, also zu Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind, ist ja ein langer Weg, das wissen wir alle. Wir selber, vielleicht liegt es viele, viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte zurück, aber wir selber hatten auch einen Weg, der von hier nach da geführt hat. Und das meine ich mit diesem Funnel. Und dieses Thema Funnel ist darum wichtig, weil ich glaube, dass Gemeinden sich systematischer darüber Gedanken machen müssen, wie sie Menschen von hier nach da führen können. Also wir haben manchmal gute Initiativen auf diesem Bereich. Und dann haben wir aber relativ wenig, wo die Leute sozusagen, wo wir sie dann, also wenn wir sie im Mutter-Kind-Kreis haben oder im Männergrillen, dann ist ja immer die Frage, okay, wie geht's jetzt weiter? Was machen wir jetzt als nächstes damit? Wo führen wir die, wo laden wir die jetzt zu ein? Weil diese Mitarbeiter, die jetzt zum Beispiel so einen Männergrillen organisieren, sind ja oft nicht die, die dann vielleicht gut reden können und ausführlich alles erklären können und dieses Evangelistengehen in sich tragen oder auch erklären können, wie der Glaube funktioniert und wie das konkret aussieht, wenn man Christ wird und so weiter. Und da brauchen wir ja irgendwas anderes. Wir brauchen ja irgendwas Anschließendes daran. Oder Mutter-Kind-Kreis ist oft so, dann hat man diese Muttis mit den Kindern und man denkt sich, wow, cool, jetzt kommen die da wirklich, meine Nachbarn, die sind nicht Christen und jetzt sitzen hier nicht Christen und Christen zusammen, aber wie geht's jetzt weiter? Was machen wir jetzt? Wie ist der nächste Schritt? Und deswegen glaube ich, wir müssen im Sinne von Wegen und von Prozessen denken, das beinhaltet Zeit. Menschen brauchen Zeit. Sie brauchen Vertrauen und sie brauchen Liebe. Und all diese Bestandteile sind Teil dieses Funnels. Das Erste, was ich jetzt euch mal aus der Sicht von Stuttgart-Projekt sozusagen, womit ich euch ein bisschen ärgern möchte, ist der Begriff, den ich zum ersten Mal bei Tim Keller gelesen habe. Interessanterweise hat der gar nichts mit Willow Creek zu tun. Die meisten Leute referenzieren diesen Begriff ganz schnell zu Bill Hybels und Willow Creek. Aber das hat gar nichts damit zu tun, sondern es ist eigentlich fast ein Gegenmodell. Denn Tim Keller hat in New York damals, als er angefangen hat, in neben der Wall Street sozusagen, wo die Banker alle sind, eine Gemeinde zu gründen, hat er gesagt, ich habe keine Ahnung, ich muss erst mal diese Menschen verstehen. Und dann hat er 2-3 Jahre lang in New York, ist er einfach von Café zu Café und von Restaurant zu Restaurant gegangen und hat Leute getroffen, hat mit ihnen gesprochen, hat versucht zu verstehen, wo sind die eigentlich zu Hause? Was ist eigentlich deren Gedankenwelt? Was ist ihr Wertesystem? Was ist ihnen wichtig? Was ist ihnen unwichtig? Worauf legen sie in ihren Beziehungen Wert? Was ist ihnen in der Arbeit wichtig? Worunter leiden sie in der Familie, in der Arbeit, in der im öffentlichen Leben und so weiter und so weiter? Also, und Tim Keller hat dann dieses Modell evangelistischer Gottesdienst entwickelt. Ich reduziere das jetzt. Eigentlich, was ich heute mache, ist der Einstieg zu einer Predigtserie. Jedes dieser Themen ist eigentlich eine Predigt. Und ich möchte euch heute so einen kleinen Bogen spannen und euch mal zumindest herausfordern, über diese einzelnen Bausteine nachzudenken. 1. Korinther 14. Da steht Folgendes. Stellt euch einmal vor, ihr seid als ganze Gemeinde am selben Ort versammelt und fangt alle an, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und nun kommen Leute dazu, die noch nicht viel oder noch gar nichts zum Glauben wissen. Werden sie nicht sagen, ihr seid verrückt? Und dann stellt euch vor, ihr alle verkündet prophetische Botschaften.
Wenn jetzt jemand dazu kommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Und so weiter. Dieses Mädchen guckt etwas, das sind komische Leute. Ich verstehe nicht genau, was die wollen. Das war zumindest die Intention des Bildes, als ich das ausgewählt habe. Das Einzige, worum es mir hier geht in diesem Text, ist, und das ist etwas, was ich meiner Meinung nach, was wir überlegen müssen, was heißt das für uns als Gemeinde? Paulus geht davon aus, dass in einem Gottesdienst Nicht-Christen sitzen, erstens, und er leitet daraus ab, dass eine Gemeinde sich Gedanken machen muss, wie der Gottesdienst abläuft und ankommt bei Menschen, die nicht glauben. Diese zwei Sachen sind hier ganz klar in der Schrift erkennbar. Das sind nicht Andreas' Gedanken, das sind Bibelgedanken. Also wenn ihr nicht einverstanden seid, müsst ihr euch mit Paulus beschäftigen, nicht mit mir. Diese Frage ist eine Schlüsselfrage und Tim Keller hat mir diesen Text zum ersten Mal, habe ich verstanden, dass der genau diese zwei Fragen stellt. Diese Aufgaben in das Lehrbuch jeder Gemeinde hineinschreibt. Jeder Gottesdienst muss sich damit beschäftigen, was passiert, wenn hier Leute reinmarschieren, die keine Ahnung haben. Was erleben die? Und wenn ich das so sage, dann höre ich oft als Antwort, ja, bei uns kann doch jeder kommen, jeder ist willkommen, ist gar kein Problem, wir sind offen für Leute und wir haben sogar eine Begrüßungsdame am Eingang, ist doch alles klasse. Nein, das ist nicht, was Paulus hier sagt. Was Paulus hier sagt ist, ihr müsst euch ernsthaft darüber Gedanken machen, das ist Arbeit. Das ist richtig Arbeit. Ihr müsst darüber nachdenken und dann auch vernünftige Konzepte entwickeln. Wie kann der Gottesdienst so aussehen, dass jemand, der hier reinmarschiert und der keine Ahnung von Kirche und Glaube hat, dass der zumindest im Groben versteht, um was es hier geht und nicht denkt, die sind alle verrückt. Das wäre das Ziel. Und das Ziel, was Paulus am Ende hier beschreibt, ist eigentlich das Optimalziel. Dass jemand bewusst wird, dass er ein Sünder ist. Dass er sozusagen in eine persönliche Begegnung mit Gott kommt. Optimal. Das ist eine Arbeitsaufgabe, meiner Wahrnehmung nach. Beschäftigen sich Gemeinden zu wenig mit dieser Aufgabe? Oder sie versuchen, Abkürzungen zu leben. Und wer im Leben ein bisschen Erfahrung hat, weiß, Abkürzungen funktionieren meistens nicht gut und führen zum Gegenteil. Sie führen zu einem verlängerten Weg. Wir brauchen mehr Zeit. Weil die Abkürzung, wo wir gedacht haben, wir könnten hier mal kurz abkürzen, gehen manchmal, aber manchmal gehen sie auch genau nach hinten los. Funktionieren sie gar nicht. Okay, zweitens. Das Evangelium und seine zwei Feinde. Lukas 15, wir haben gerade den Text gehört. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot. Nun lebt er wieder. Er war verloren. Und nun ist er wieder gefunden. Das Evangelium ist ein hochsensibles Gut. Das Evangelium ist nicht einfach. Es ist nicht kompliziert. Man kann es jedem erklären. Das war der Grund, warum ich Christ geworden bin damals, weil ich gesagt habe, wenn es irgendeine Weltanschauung geben sollte, die wirklich von Gott, der das alles hier gemacht haben muss, wohl kommt, dann muss sie so sein, dass selbst jemand, der ganz einfach ist, sie verstehen kann. Ein Bauer zum Beispiel. Ein Schreiner. Bitte? Agrarwissenschaftler, das sind natürlich studierte Leute. Aber auch ein Bauer, der nicht studiert hat. Oder ein Schmied, wie mein Vater. Die zwei Feinde des Evangeliums sind sehr ähnlich wie das Evangelium. Das der eine Feind des Evangeliums ist der Relativismus, Gesetzlosigkeit. Das ist die sogenannte unreligiöse Variante. Gott ist so groß und seine Liebe ist so groß, dass er alles vergibt, egal was passiert, und dass er alles duldet, egal was. Das ist der Relativismus.
Und von manchen Menschen wird das als das Evangelium angeboten. Weil das klingt ja auch so. Gott ist so riesengroß, er vergibt alles, er liebt alle, er wird alle am Ende zu sich bringen, es ist alles wunderbar. Und die ganze Not auf der Welt ist natürlich ein Problem, ist böse und ist nicht gut, aber Gott ist am Ende, wird alles gut machen. Es ist letztlich ein Stück auch ethischer Relativismus. Es wird alles relativiert. Die Bibel wird relativiert in ihren Aussagen, sie wird kompromittiert und es wird verkauft als Evangelium. Dass Gott alle liebt, das muss doch Evangelium sein, wenn irgendwas Evangelium ist. Und die andere, am anderen Extrem sozusagen, ist der Moralismus, die Gesetzlichkeit, die Religiosität. Und interessanterweise seht ihr bei den älteren und beim jüngeren Sohn genau diese beiden Extreme. Der jüngere Sohn hat den Relativismus gelebt, er hat die Gesetzlosigkeit gelebt, er hat einfach Gas gegeben im Leben und Spaß gehabt und gesagt, und am Ende wird es irgendwie schon klappen. Er hat dann eingesehen, dass da irgendwas nicht richtig ist. Ist umgekehrt zum Vater und hat gesagt, ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn bin. Ich habe es vermasselt. Ich habe es total vermasselt. Jetzt passt auf. Der ältere Sohn. Wisst ihr, wie die Geschichte ausgeht? Wir haben sie gerade gehört. Sie geht nicht aus. Da steht nicht, ob der ältere Sohn reingeht oder nicht, ob er nachher mitfeiert oder nicht. Warum? Diese ganze Geschichte fokussiert eigentlich auf den älteren Sohn. Die Geschichte vom Jüngeren, die wir immer zum Zentrum der Geschichte erklären, ist eigentlich nur das Beiwerk. Im Kern geht es um den älteren Sohn. Denn dieses ist ein Gespräch, was Jesus mit den Pharisäern führt, wo er ihnen erklärt, welches ihr Problem ist. Und sie sind der ältere Sohn. Und ich sage mal so im Allgemeinen, die traditionelle Christenheit und viele, viele Christen tendieren eher zu dieser Variante. Das heißt, wir definieren Glauben über, man tut das, man tut das, man tut das nicht, man tut das nicht und dann ist man ein Christ. Beides sind Feinde des Evangeliums, weil sie den Kern der Botschaft von Jesus zerstören. Dieses hier braucht Jesus nicht, weil Gottes Liebe so groß ist, unbegrenzt. Dieses hier braucht Jesus nicht, weil durch meine Leistung schuldet Gott mir etwas. Das ist genau die Argumentationslinie, die der ältere Sohn anwendet. Ich habe doch mein ganzes Leben. Du schuldest mir. Das ist die Logik, in der der ältere Sohn unterwegs ist. Beides sind Feinde des Evangeliums. Sie zerstören das Evangelium. Sie zerstören die Botschaft von Christus. Das Evangelium ist weder religiös noch unreligiös, sondern ein ganz neuer, ein anderer, ein dritter Weg, Beziehung zu Gott durch Gnade. Gleichzeitig sagt uns die Bibel nämlich, dass wir viel, viel schlimmer sind, als wir jemals geglaubt hätten. Die Abgründe in unserem Herzen. Heinrich Kemmler hat immer gesagt, der Mensch, das menschliche Herz ist ein grenzenloser Abgrund. Jedes Einzelne von uns, meins auch. Das bedeutet, die Not ist so groß, dass Gott seinen eigenen Sohn am Kreuz sterben lassen muss, damit das Problem gelöst wird. Die Tatsache, dass er das tun musste, zeigte, wie groß die Not ist und wie dramatisch das Problem ist. Aber die Bibel sagt uns eben gleichzeitig auch, dass wir so unendlich geliebt sind, dass Gott eben seinen Sohn hergab für uns, weil er diese Gemeinschaft mit uns haben will. Und nur wenn wir diese beiden Pole gleichzeitig hochhalten, haben wir das Evangelium. Und das Evangelium schützt uns vor Hochmut, weil es macht uns demütig. Es sagt uns, Junge, du hast es vermasselt. Da ist nichts, aber auch gar nichts, was du Gott vorweisen könntest, was ihn irgendwie beeindruckt. Null, gar nichts, zero. Und auf der anderen Seite sagt es uns, du darfst getröstet sein und du darfst gewiss sein, dass ich dich liebe, vollkommen egal, was du getan hast, weil Jesus hat alles bezahlt. Und das ist das Evangelium. Und ihr Lieben, wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die für Menschen attraktiv ist, die von außen kommen, dann müssen wir diesen Weg in der Mitte des Evangeliums halten. Und der ist schwer zu halten, weil man fällt immer gerne auf der einen oder auf der anderen Seite runter.
C.S. Lewis hat mal gesagt, der Teufel kommt immer mit Spannungen und verführt uns, über die Spannung nachzudenken und zu vergessen, dass die Doppelheit der Wahrheit eigentlich Gottes in Gottes Charakter verankert liegt. Beides ist nämlich wahr. Gottes Liebe ist unendlich groß, aber sie ist gleichzeitig, unser Problem ist gleichzeitig ein unlösbares. Und es kann nur in Christus gelöst werden. Gemeinden, die dieses verinnerlichen, entfalten eine Kultur der Vergebung, des Respekts und der Liebe gegenüber Menschen, die hereinspazieren, wie es bei Jesus war, Sünder, Huren, stinkende Leute. Die sind willkommen. Die haben einen Platz, weil jeder von uns hier weiß, ich bin genauso. Alles, was dieser Mensch getan hat, hätte ich genauso tun können. Dass ich es nicht getan habe, liegt vielleicht daran, dass Gott mich davor bewahrt hat. Aber eigentlich hätte ich genau das Gleiche tun können. Mein Leben hätte genauso aussehen können, wie das dieses Menschen, der hier reinstolpert und dessen Leben vielleicht wirklich total verpfuscht ist. Und es macht uns gleichzeitig mutig. Und das ist die andere Komponente, weil das Evangelium sagt uns, du bist geliebt und zwar unendlich geliebt. Und dadurch werden wir mutig. Wir können auf Leute zugehen und können sagen, es gibt einen Ausweg aus diesem Dilemma, in dem du steckst. Es gibt Perspektive und Hoffnung. Die Liebe. Ich bete darum, sagt Jesus, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nun könnte man natürlich annehmen, wenn ich die ersten zwei Punkte dargestellt habe, also nach dem Funnel habe ich ja über den evangelistischen Gottesdienst gesprochen und über die zwei Feinde des Evangeliums. Also wir müssen sozusagen nur die richtige Technik anwenden, wir müssen irgendwie guten Gottesdienst evangelistisch aufbauen, wir müssen uns irgendwie das Evangelium schön ordentlich sortiert halten, dann funktioniert das schon. Und die letzten beiden Punkte sagen uns im Grunde, dass wir es am Ende nicht können. Weil dieses hier ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, eine unlösbare Aufgabe. Weil wir alle haben so viele Ecken und Macken und wir sind so komisch und jeder ist für den anderen so komisch, dass wir uns niemals so lieben können. Aber Jesus sagt, das ist das Erkennungszeichen der Menschen, wenn sie hier reinkommen. Es ist nicht der perfekte Gottesdienst, es ist nicht das super durchdachte Evangelium, es ist am Ende des Tages eure Liebe. Wenn ihr keine Liebe untereinander habt, wenn wir keine Liebe untereinander haben, wenn die Leute hier reinmarschieren und denken, ja okay, alles ziemlich verkopft, interessant, aber vielleicht nichts für mich. Und der vierte und letzte Gedanke, ich kürze es ein bisschen ab, ist dieses Gebet. Paulus sagt im Kolosser 4, tretet für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen, dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Eine Gemeinde, die nicht aus dem Gebet heraus, aus dieser Bewusstheit, wir sind von Gott abhängig. Wir haben vorhin in der Gebetsgemeinschaft gesagt, Herr, wir können nichts tun ohne dich, gar nichts. Und da merkt es ein bisschen, was ich euch hier präsentiere, ist eigentlich die Quadratur des Kreises, unlösbar. Das ist genau das, was der Herr von uns erwartet. Und das ist auch das, wo wir hinkommen müssen, dass wir merken, es ist unlösbar. Wir können es nicht. Aber trotzdem beginnen wir da, wo wir etwas verstanden haben, es ernst zu nehmen und umzusetzen. Das ist Christsein im Grunde genommen. Immer wieder an den Punkt kommen, wo wir feststellen, wir können es nicht. Weder als Gemeinde noch als Individuen. Wir können es nicht. Und doch sagt Jesus zu uns, fang an. Greif das Stück Holz, was ich dir vor die Füße lege, auf und fang damit an zu arbeiten. Nimm den Kontakt zu dem Menschen, der dein Nachbar ist, dein Arbeitskollege, und fang an, daran zu arbeiten. Bau eine Beziehung der Liebe und der Freundschaft auf. Und damit sind wir eigentlich beim letzten Punkt. Dieser Funnel beginnt, ich erkläre das mal ein bisschen anders jetzt, der Funnel beginnt da, wo wir Beziehungen zu Menschen aufbauen, die nicht Christen sind. Und das ist schon das erste große Problem, weil wir ganz, ganz häufig unsere Gemeindeprogramme mit Hauskreisen und Bibel und Gebetsabenden und mit Frauenstunden und mit Kinderstunden und mit alles gute Sachen so vollpacken, dass wir null Kontakt zu Menschen haben, die nicht Christen sind. Wir kennen nicht mal die Nachbarn, die in der Tür neben uns im Haus wohnen. Wir wissen vielleicht, da ist eine junge Frau, aber wir wissen nicht mal ihren Namen.
Und das ist der Punkt, wo es eigentlich anfängt. Das muss sich ändern. Und das wird sich aber nur ändern, wenn wir von Gott uns diese Liebe schenken lassen für diese Menschen. Damit fängt der Funnel an. Der Funnel fängt damit an, dass jeder Einzelne von uns, 2 oder 3 oder 4 Menschen, beginnt, auf seine Gebetsliste zu schreiben, von denen er weiß, dass er regelmäßig mit ihnen zu tun hat, und beginnt, für sie zu beten. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir in unserer Gemeinde an den Dingen arbeiten, dass wir hier gemeinsam Gebet haben für diese Menschen, dass wir hier an der Frage arbeiten, wie ist unsere Gemeindekultur? Haben wir eine Kultur, in der man diese Liebe sehen kann? Wie kann man die sehen? Nicht, dass wir zur Schaustellung machen wollen oder sowas. Das wollen wir natürlich nicht. Aber andererseits, wir wollen sie auch nicht verstecken. Denn diese Liebe muss irgendwo erkennbar werden. Wenn Jesus sagt, dass sie an der Liebe erkennen werden, dann müssen die Leute das irgendwo sehen können. Und ich denke, die Gemeinden müssen sich darüber Gedanken machen, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wo kann man diese Liebe bei uns sehen? Kann man die irgendwo sehen? Wie kann die jemand sehen, der nicht zur Gemeinde gehört? Und dann das Thema Gottesdienst. Der Gottesdienst, wie Paulus gesagt hat, sollte so aussehen, dass jemand, der hier reinspaziert und null Ahnung hat und keinen von euch kennt, dass der hier nicht irritiert nach Hause geht und denkt, die sind alle verrückt. Oder vielleicht sich denkt, naja, gut, Gott ist lieb und alles ist gut und alles ist wunderbar und ich bin jetzt auch geliebt und ich gehöre jetzt auch irgendwie zur großen Gruppe der Menschen, die in Gottes Liebe gebadet sind. Sondern dass er weiß, hier geht es um einen Jesus Christus, dieses Evangeliums Kernbotschaft, der diese Menschen berührt hat, obwohl sie vielleicht so weit von Gott weg waren, wie ich mal irgendwann. Früher waren die auch mal so weit weg von Gott. Ich sage euch, wir vom Stuttgart-Projekt haben beste Erfahrungen gemacht mit dem Thema Zeugnisse. Wenn Menschen hier vorne stehen und gestanden sind und erzählt haben davon, was Jesus in ihrem Leben gemacht hat, weniger dieses Spektakuläre, so nach dem Motto, ich habe die großen Wunder erlebt. Oft war es genau das Gegenteil, dass jemand da stand und gesagt hat, diese Woche habe ich mir am Sonntag vorgenommen, dass mein Leben geordneter wird und dass ich mich diszipliniere. Und am Freitag habe ich festgestellt, komplett versagt. Und dann bin ich auf die Knie gegangen und habe gesagt, Jesus, ich habe versagt. Und dann habe ich mir neu die Liebe schenken lassen und Jesus hat mir gesagt, morgen ist ein neuer Tag. Du kannst morgen anfangen. Ich bin bei dir. So, merkt ihr, das ist genau dieses Evangelium, was auf der einen Seite nicht die Spannung umgeht, also nicht das Problem vermeidet oder verdrängt, aber gleichzeitig auch es in der Liebe Jesu einbindet und dadurch attraktiv wird. Und dadurch kommt Jesus in die Mitte. Es braucht nicht mich in der Mitte, es braucht nicht uns in der Mitte. Es geht um Jesus. Und wenn wir erzählen davon, wo wir kämpfen, dann ist das nichts, was schlecht ist. Im Gegenteil, es ist etwas, was gut ist, weil es Jesus groß macht. Es gibt Jesus die Möglichkeit, groß zu werden, wenn wir unser Versagen eingestehen. Das ist nichts Schlimmes. Wir sind nur zu scheu und zu besorgt und vielleicht auch zu feige dazu, das einfach zu sagen. Aber das ist das, was attraktiv macht, was eine Gemeinde attraktiv macht, weil es transparent ist, weil es authentisch ist, weil es ehrlich ist. Und die Leute merken, ob das hier eine Show ist, die wir abziehen am Sonntag, oder ob das Herzen sind, die darum ringen, ein Leben mit Gott zu leben. Und es klingt manchmal besser, manchmal schlechter. Das sind die Dinge, die am Ende Menschenherzen wirklich berühren. Und von daher möchte ich einfach diese Idee von einem Funnel euch mitgeben, was ein Weg ist, wo wir Menschen auf einen Weg führen, von einem allerersten Kontakt, vielleicht im Persönlichen, vielleicht in einer Gemeindegruppe, vielleicht in einem Arbeitszweig der Gemeinde, bis hin zu einem Punkt, wo sie entweder in einem Gottesdienst, der so ausgerichtet ist, dass Menschen, die nicht glauben, dort etwas hören können, was sie verstehen, auch ohne Vorkenntnisse, oder in einen Alpha-Kurs oder was auch immer für Formate ihr findet, das ist nicht so wichtig. Aber es braucht von diesem ersten Bemühen über Gebet, über Liebe miteinander, über das Evangelium klardenken, hin zu einer Kommunikation dieser Botschaft, die einladend, verständlich ist. Das ist das, was ich meine mit einem Funnel, mit einem Weg, mit einem Prozess, den wir anbieten als Gemeinde. Und ich glaube, das sollte sozusagen die Kernaufgabe der Gemeinde sein. Denn währenddem wir das tun, passiert an vielen Orten Seelsorge, wir helfen einander, wir ermutigen einander, wir kriegen auf einmal einen Blick raus aus unserer manchmal ein bisschen depressiven Schleife, weil wir in einem größeren unterwegs sind, wo wir erkennen,
Also es geht nicht nur um mich und meine kleinen Probleme, sondern es geht um etwas Größeres. Und ich bin Teil von dem Größeren. Auch wenn ich nur die Stühle aufstelle oder wenn ich nur die Klos putze oder wenn ich nur die Handzettel ausdrucke zu Hause auf meinem Drucker oder was auch immer ich mache. Jeder hat eine Aufgabe in diesem Ganzen miteinander. Miteinander sind wir eine Gemeinde unterwegs zu den Menschen, die Gott nicht kennen. Und dann sind wir eine Stadt auf dem Berg, die ein Licht ist. Dann sind wir auch in gewisser Weise eine Gegenkultur gegen das, was da draußen so stattfindet. Aber keine Gegenkultur, die mit Hämmern auf die Leute draufklopft, sondern eine Gegenkultur, die einladend ist, die interessant ist, die auch intellektuell redlich ist, die nicht dumm ist, sondern die sagt, wir sind nicht besser als alle anderen. Aber wir haben etwas gefunden in der Bibel, was eine Orientierung bietet, und wir haben jemanden gefunden, der Erneuerung möglich macht. Das ist Jesus. Und das wirkt in einer Zeit, die orientierungslos durch die Gegend irrt. Mir kommt manchmal vor, unsere Gesellschaft ist wie ein planloser Haufen Ameisen, die durch den Wald flitzen. Vollkommen geschäftig, aber total planlos. Und es braucht jemanden, der sagt, hier, es gäbe einen Plan. Für dich, für uns alle. Gott hat gute Pläne für unser Leben, einzeln und als Gemeinschaft, auch als Gesellschaft. Und diese Dinge, die würde ich mir wünschen, die sollten wir tragen. Und dann passiert am Ende vielleicht das. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Also sie war schon unterwegs. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Die erste Christin, also ich glaube, sie war die erste Frau, ja, je nachdem, Philippus hatte auch ein paar in seinem Haushalt wahrscheinlich, der Gefängnisaufseher. Einer der ersten Christinnen auf dem europäischen Kontinent, Lydia in Philippi. Und das ist das, worum es uns geht am Ende, dass wir erleben, dass Gott das Herz aufmacht. Wir können es nicht. Wir können es nicht organisieren, wir können die Leute nicht belabern, wir können sie nicht überzeugen. Am Ende muss das passieren, was hier beschrieben ist. Und darum brauchen wir Gebet. Wir brauchen das Ringen um einzelne Menschen. Ein langer Weg manchmal vielleicht. Und das können wir gemeinsam schaffen, wenn wir gemeinsam losgehen. Danke. Amen.